Ja, herzlich willkommen zum bereits vierten Video zum chorpraktischen Klavierspiel. Heute möchte ich mit euch durchgehen, wie man ein fertiges Liedsheet vielleicht ein wenig erweitern kann und was man dabei beachten sollte. Unser Beispiellied soll sein: Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt, in unserem Gotteslob unter Nummer 822. Nach dem Liedsheet zu spielen, wie es da steht, klingt es so. Gar nicht schlecht. Aber man kann es ganz leicht ein bisschen erweitern. Kein Jazzmusiker spielt einen Dreiklang ohne Sept. Wir können hier fast zu jedem Akkord eine Sept hinzufügen. Das macht den Klang sofort viel reizvoller. Das macht den Klang schon ein wenig lebendiger. Wenn ihr genauer hinschaut, dann könnt ihr sehen, dass im Kehrvers eine Quintfallsequenz stattfindet, die aber auch ganz schnell wieder abgebrochen wird. Warum eigentlich? Wenn wir sie durchführen, ab der dritten Zeile, dann würden folgende Akkorde erscheinen: E-Moll, A-Moll, D-Dur, G-Dur und jetzt kommt C-Dur und Fis vermindert. Wenn ich diese Akkorde wähle und die auch noch mit Septen versehe, dann wird es ganz interessant. Wenn ich jetzt noch versuche, auf die Melodie zu verzichten und ein bisschen mit Pattern arbeite, dann kann es so klingen. Und so kann ich aus einfachen Liedsheets mit wenig Aufwand ganz interessante Musik machen. Viel Spaß beim Probieren!